Hallo, hier ist wieder euer Kitfisto5555. Und ja, heute ist es soweit. Die 200.000 Klicks werden erreicht. Nach vielen, vielen Monaten harter Anstrengung. Und das habe ich jetzt nur durch euch geschafft. Also ihr seid die Besten. Vielen Dank dafür. Und jetzt kriegt ihr meine Überraschung dafür. Einmal die Star Wars Force Attacks Serie 5 für Clone Wars Sammelmappe. Das Starter Pack. Und dazu dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Booster. Weil hier auch eins drin ist, dass wir dann 10 haben. Ich würde es jetzt so machen, dass wir zuerst 4 hiervon nehmen, dann die Sammelmappe und dann nochmal hier 5 von. Die kommt erstmal ein bisschen zur Seite. So, dann nehmen wir. Machen wir es mal so hier. Ein bisschen mischen hier. Eins, zwei, drei und vier. Oh, okay. Machen wir es so. Erste mit Darth Maul und Kit Fisto. Lehnt euch zurück und genießt es. Die Republik, Jedi Ritter, Jedi Tempelwächter. Republikanische Fregatte. Wieder nie die Ritter. Und zwar Tipley. Riff Tempson. Und Count Dooku als Star. Das fängt ja schon mal gut an. Okay. So kann es weitergehen. Commander Goady und Savage Opress. BAC 47 Seripass Nosori Anakin Skywalker als Strike Force und Bo-Katan als Star. Okay. Habe ich zwar schon, aber immerhin ein Star. Sehr besser als wenn man 5 Base-Karten bekommt, die man nicht hat. Finde ich jedenfalls. Eine Anleitung. Mace Windu als Strike Force. Garnak. Umbaranischer Sternenjäger. Slave One. Und die Republik Jedi Ritter. Es ist ein Force Master. Und es ist Barriss of Fee. Geil. Das kann man nämlich immer erkennen, wenn man hier ein bisschen drüber wischt. Die sind gestanzt. Darum erkenne ich die. Und Commander Gaudian Savage Opress nochmal. Zero, der hat. Kommando Droide. Darth Sidious 8887. Und ein Superkampf-Druide als Strike Force. Und ich will jetzt auch schon, dass es ein Star ist. Dann ist es immer ein bisschen
Glatter, Klonkrieger-Star, Cody, sehr gut. Den Captain Rex habe ich schon. Das passt ja perfekt. Vier Packungen, vier besondere. Ja, läuft. Jetzt kommt das Starterpack für 8 Euro. Schneide ich gleich mal auf. Hier schön mit Kitfisto 5555 Eindruck. Tja, das haben meine Klassenkameraden gemacht. Noch etwas zu. So, jetzt ist es so. Einmal ein Booster, Obi-Wan Kenobi und Cad Bane. Promotion, keine Remission. Das heißt, dass man es nicht abgeben kann im Lottoladen. Also, wenn man das Geld wieder haben will. Jetzt nochmal zum Vergleich. Halte Ausschau nach besonderen Karten in den einzelnen Päckchen. Das sind die hier. Und hier stehen dann die 1 zu 5 Rainbow-Karten drauf. Dann limitierte Auflage Previsla. Hier unten steht, vielleicht kann man es noch erkennen, LEPV. Das müsste irgendwas wie Limited Edition heißen und noch irgendwas. Dann das Cover von vom Ordner. Die Checkliste kann man Kreuze machen, was jemand schon hat. Ja. Das werde ich nicht machen, ich werde sie nur einsortieren. Dann das offizielle Sammlermagazin. Das ist Spiel beschrieben, wie man es zu viert spielt, zu zweit. Und innen drin müsste dann noch ein großes Poster sein, wo alle Karten draus sind. Ja, hier ist es. Kann man gleich mal gucken, ob es Kit Fisto als Forcemeister gibt. Da bin ich mir unschlüssig. Luminare gibt's, Sharp T gibt's. Bei Sophie, nee, leider nicht. Halt nur als Star. Naja. Okay. Das kann man jetzt aber schlecht ausbreiten. Ich glaube, das ist sogar A1-Format. Ja. Dann der Spielplan. Für vier Spieler halt. Und für zwei Spieler. Dann ist hier natürlich noch das Backcover. Und hier die zweite Checkliste. Dann das Herzstück, die Sammelmappe. Hier nochmal Previsla. Und dann noch das besondere Päckchen.
Ob, wie lässt sich das leichter öffnen, weiß auch nicht. Strike Force, Magnawächter. Kampfschiff der Handelsföderation. Bo-Katan. Obi-Wan Kenobi. Und ein, kann man schlecht sagen, aber ich schätze, es ist ein Star. RC3PO. Ich hätte jetzt R2D2 geschätzt. Aber C3PO geht ja auch noch. Und dann noch die abschließenden 5 Packungen. Zweimal Kit Fisto und Darth Maul und dreimal Mace Windu und Count Dooku. Rettungskapsel der Republik. Klon Captain Rex. Anakin Siede Sternjäger. Luminara und Dudi als Strike Force. Und Separatist Nachtschwester. Das müsste ein Mutterteilchen sein. Jo, als Forcemeister habe ich leider schon. Aber egal. Hätte ich mir schon lieber Luminara als Forcemeister gewünscht, ist ja mein Drittlieblingscharakter. Obi-Wan Kenobi als Strike Force. Clone Captain Rex. Embo, mein Lieblingskapfeldjäger. Reiko Hardin. Und Separatist-Wissenschaftler. Nala Se. Jo, als da. Ja, wenn sowas natürlich ist, das weiß man schon. Hätte nur aus den älteren Serien noch Dr. Nuvo Vindi sein können. Einen gibt es ja hier nicht mal in der 5. Serie. Das drittletzte. R2D2. Ich nenne ihn aber trotzdem immer gerne R2D2. Bisschen besserwisserisch. Trantoschanischer Gleiter. Ah, die Gallia. Das ist. Ob wie Manak oder so. Nein. Weil, bin mir unschlüssig, weil ich denke ja Manak, was mit C am Ende. Und die Republik Jedi Ritter. Puh, na klar. Jawohl. Oh. Ich kann es kaum fassen. Ich kaufe mir 35 Booster, ne, 36 insgesamt von der Serie. Und dann in dem perfekten Video ist er drin. Die 101-Karte. Yoda als Forcemeister. Jawohl. Sehr gut. Was soll man da noch groß sagen? Jetzt habe ich 401 Karten. Was war's? Yoda, erste Serie. Dann Savage Opress. Und den dritten. War es irgendwie Darth Maul oder so? Ich weiß es nicht mehr.
Muss ich nochmal nachgucken. Kann ich auch nochmal ein Special-Video rausmachen. Druiden-Sternjäger. Jedi-Tempel-Wächter. Savage Opress als Strike Force. Dominara Unduli als Strike Force. Oh, ich spüre schon, dass es noch ein Forcemeister ist. Ey, wie geil. Und dann noch nie die Ritter. Ach, dann eben doch nicht. Meine Fresse. Tippler. Fühlt sich aber auch ein bisschen so an. So ein großer Unterschied ist es nicht. Basepack. Dafür ist in den letzten Booster noch mal mindestens eine Star drin. Jawohl. Frag mich schon welche. Komm, letzten Booster noch mal so komisch aufmachen. Und zack. Warum mach's mal so hier? Die besondere ist Unterwelt Mandalorian, also Pre Vizsla oder Bo-Katan. Ich schätze natürlich eher, ich würde natürlich mehr Pre Vizsla haben. Separatist Nachtbruder, Nachtbruder. Savage Opress. Republik Klonkrieger, Klonkommandant Cody. Separatist-Fahrzeug, Konto Gusto Larsegler. Separatist-Fahrzeug, Kampfschiff der Handelsföderation. Und ich kann hier mal fühlen, ob Star oder Forcemeister. Was ist denn das da? Komm schon, bitte nicht Bo-Katan. Yes, Pre Vizsla. Geil. Gut, wenn man Glück hat. Nochmal im Vergleich. Gott hat's mir gedankt. Weil ich schon Bo-Katan als Star hab. Jetzt sind wir alle. Eine Limited Edition. Pre Vizsla. Dann. Boah. Drei Forcemeister. Barry Sophie, Mutter Teilzen, war ich leider schon, wie gesagt. Und Yoda, bam. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stars. Pre Vizsla, Nala C, C3PO, Klonkommandant Cody, Bo-Katan und Count Dooku. Ja, mach bitte weiter so mit den Klicks, das wäre schon richtig geil. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal 1 Million habe. Das wäre wirklich ein sehr großer Traum. Ey, komm. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es weitergeht mit den Force-Attacks. Eigentlich müssten ja keine mehr kommen wegen Star Wars Rebels. Aber trotzdem mal bis dann. Ich werde natürlich noch ein paar Videos machen von dem Force-Attacks, was ich alles hab und so. So möchte ich das jetzt auch nicht in den Hintergrund schieben. Und dann bis bald.